Ich darf allen schon mal sagen, Eva, ist es gelungen, zwei Dinge miteinander zu verbinden. Zum einen hat sie wunderbare Musik gemacht und zum zweiten, obwohl sie von ihrem neuen Album In Water gespielt hat, ist es ihr gelungen, den Wind weg dazu zu führen, dass er alle dunklen Wolken weggeblasen hat. Eva, herzlichen Dank auch dafür. Wie ich eben schon selbst festgestellt habe, waren ja tatsächlich viele Titel, die wir gespielt haben, haben irgendeinen Bezug zum Wetter gehabt im Namen, so Südwest 4 und Terrassa del Sol, What Do You Say When the Sky Is Grey? Und das hat alles sich ganz schön miteinander vereinbart und ist dann gut, alles gut geworden. Und die Leute sind geblieben und mehr geworden. Es war ganz toll. Ich habe ja gelesen, Eva, dass du bei diesem Album für dich selbst den Eindruck haben wolltest, ich mach mal was richtig Schönes. Ich kann dir sagen, das ist dir gelungen. Ich habe nämlich heute dem Hinweis von Eberhard Weber vom Donnerstagabend, der genauso wie du einen Echo-Jazz bekommen hat, gefolgt. Der hat nämlich gesagt, achtet auf die Bassistin. Und nicht immer auf diejenigen, die da vorne rumhampeln. Also ich habe heute ganz besonders auf dich geachtet. Und eins ist mir aufgefallen, so wie das jetzt auch ist. Du hast unheimlich viel gelacht. Du warst unheimlich empathisch mit dir selbst, aber auch mit deinen Mitspielerinnen und Mitspielern. Habe ich das richtig gesehen? Kommt da richtig viel Freude bei dir rüber? Ja, ja. Also sonst, wenn ich die Freude nicht spüre, dann kommt sie auch nicht rüber. Und für uns ist es so, wir haben jetzt gerade eine kleine Tour gespielt, diese letzte Woche, bevor der Echo war. Und das war jetzt unser Tourabschluss. Und ich und auch meine Mitmusiker, wir haben eben alle auf der Bühne gespürt und gemerkt, wie sich die Musik auch entwickelt hat in den letzten Tagen. Und das ist halt wirklich ganz toll zusammengewachsen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht zu spielen und deswegen ist die Freude natürlich auch rübergekommen. Und wenn man dann noch ein Publikum hat, was da steht und anfängt zu tanzen, also das ist ein Traum. Ich hatte vor 2 Jahren die Freude, auf dieser orangenen Couch mit Julia Hülsmann zu sitzen. Und du spielst ja bei Julia im Oktett mit 7 anderen Frauen zusammen. Und das führt mich zu der Frage, musizieren eigentlich Frauen in der Gruppe anders? Wir haben nur ein Konzert bisher gespielt, es wird aber sicherlich mehr werden. Das war das erste Mal, dass ich in einer reinen Frauenband gespielt habe, wo ich das Gefühl hatte, die Chemie stimmt, alles kommt zusammen und wir bringen einfach gute Musik rüber, wir haben uns miteinander total gut verstanden und es ist einfach was passiert zwischen uns und auch dann im Kontakt zum Publikum und das ist das, wie ich finde, Wichtigste, worauf es ankommt, wenn man musiziert und Konzerte spielt, dass die Chemie stimmt, dass irgendwas, dass man selber berührt ist und auch ein Publikum berühren kann und das ist bei dieser Konstellation passiert und dass das nun alles 8 Frauen war, das fanden wir natürlich dann irgendwie nett hinterher, dass das ging. Ich kannte nämlich Frauenbands bisher häufig aus einem, ich sage häufig, ich sage nicht immer, aber also früher habe ich zum Beispiel so Damen-Tanzmusik gespielt, eine Damenband. Und das ist dann ein anderer Zusammenhang, woraus sowas entsteht. Dann geht es eher darum, dass man Frauen hat in der Band und nicht wie die spielen. Das ist dann zweitrangig, aber in diesem Fall war es, Julia hat eine ganz tolle Band zusammengestellt mit Jelena Kulic, die ja hier jetzt auch singt gleich und Lieve Maria Rocken aus Norwegen und Aline Frasau aus Angola, also 3 Sängerinnen aus der ganzen Welt auch. Das war hervorragend. Bevor wir auch nochmal auf deine weiteren Pläne eingehen, vielleicht ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Ich habe nämlich 2006 gelesen, da hast du als M ja noch sozusagen als Hausband gehabt, hast du gesagt, momentan ist mir M am wichtigsten, deswegen wäre es bescheuert, eine eigene Band zusätzlich aus dem Boden zu stampfen. Was hat sich zwischenzeitlich verändert? Ja, zwischenzeitlich bin ich dann ja mit, als ich meine zweite Tochter bekommen habe, in die Elternpause gegangen. In der Zeit haben Erik Schäfer und Michael Wollny anderweitig weitergemacht und dann war eigentlich klar, ja gut, also das ist jetzt der Moment, wo ich wirklich meine eigene Band, die, zu der die Idee und auch die Anfänge ja schon zurücklagen,
wirklich angreife und das jetzt umsetze. Und das habe ich jetzt gemacht, sozusagen der Freiraum, der plötzlich da war, genommen und mich verselbstständigt sozusagen. Und sehr gerne mir selber die Herausforderung gestellt, ein Album aufzunehmen, worüber nur ich bestimme. Das war eine ganz schwierige, aber auch ganz tolle Aufgabe, mich selbst zu fragen, wie will ich, dass ein Album klingt, worüber nur ich entscheide. Das war ein ganz wichtiger künstlerischer Prozess für mich. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr froh, dass es alles so gut läuft und dass wir jetzt tolle Konzerte gespielt haben, dass ich den Echo bekommen habe und weitermachen will damit. Du hast ja vorher schon einige Echos bekommen. Du hast aber jetzt erstmalig ein nur für dich bekommen. Fühlt sich so ein Echo nochmal anders an? Bisschen anders schon, ja. Das ist, wie gesagt, das ist eben ganz persönlich. Und weil das auch so ein wichtiger Weg und wichtiger Prozess für mich war, diese Platte zu machen und diese eigene Band zusammenzustellen, dafür dann ausgezeichnet zu werden, das ist eine besondere Ehre, ganz klar. Eva, vielleicht nochmal ein bisschen was Biografisches. Du bist ja in Hamburg geboren, dann in Brunsberg in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ganze Zeit dort gelebt, bist dann nach Berlin gegangen, hast also Großstadtluft geschnuppert und jetzt auf einer autofreien Schäre in der Einsamkeit unterwegs. Wie kommt sowas? Zum Wort Einsamkeit muss ich kurz sagen, das klingt sehr viel einsamer, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Also es wohnen 900 Leute auf der Insel und es ist eigentlich wie ein kleiner Vorort zu Göteborg. Es ist ganz nah an die Stadt, man hat eine Fährverbindung, die stündlich geht, so ein bisschen so, als wenn man von hier rüber in die Innenstadt fahren würde. aber es ist eben trotzdem autofrei und das ist einfach eine ganz tolle Umgebung, also für mich und meine Familie, ja, um einfach... Also jetzt auch für die Musik Inspiration aus der Ruhe zu schöpfen, das entspricht mir eher als aus einer Großstadthektik, habe ich jetzt gemerkt. Und jetzt sind wir da seit 4,5 Jahren und fühlen uns sehr wohl. Du hast am Anfang gesagt, es müsste mal etwas Schönes passieren. Ist das so eine Grundhaltung, die man dann beim Komponieren hat? Jetzt soll es was Schönes geben? Ich glaube, das war eher einfach so eine Eingebung und so eine Inspiration, die mir so einen Start dafür gegeben hat. Und dann ging das eigentlich von selber weiter, das Schreiben. Einige Stücke, zwei Stück hatte ich, glaube ich, auch schon vorher. Die haben wir mal im Trio gespielt mit Dina und Uwe, bevor noch Schlagzeug und Klavier dazu kam. Und dann, das war eher wie so eine Startinspiration, nicht etwas, woran ich mich dann die ganze Zeit festgehalten habe. Ich meine, schön ist ja auch schön, das Wort schön ist so... Alles kann schön sein. Das kommt darauf an, wie man selbst das betrachtet und was man selbst als schön erachtet. Ich bleibe mal, Eva, bei diesem Wort schön. Du hast tatsächlich sehr viele schöne Kritiken für dieses bekommen. Da ist die Rede von schillernden Farben, die schweben, beschwingte Grooves mit Kontrasten und Ecken und Kanten. Einfach zauberhaft schön. Wenn man so Kritiken lesen darf, sind die wirklich wichtig für dich oder haben sie eher den Charakter so eines Beiwerkes? Beiwerk in dem Sinne, dass du mit eurem Werk zufrieden gewesen bist und solche Kritiken das Ganze nur noch positiv abrunden. Oder guckt man doch dahin und sagt, das geht in eine Richtung, die ankommt? Eher das Erstere. Das ist mir wichtiger, dass ich selber mit dem zufrieden bin, was ich gemacht habe. Und dass wir zusammen als Band einen Sound finden, mit dem wir alle glücklich sind. Und wenn das dann natürlich auch noch von der Presse positiv honoriert wird sozusagen, dann ist das ist dann wie so ein Bonus dazu. Zurück nochmal zum Jazz Echo, zu Hamburg und Jazz. Du kennst das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Jetzt tut sich ja einiges über erst Elbjazz, jetzt Echo Jazz. Wie schätzt du die Entwicklung des Jazz in Hamburg ein? Ist das auf einem guten Weg? Ja, ich finde, das ist hervorragend. Also bessere Beispiele als jetzt hier das Festival und den Echo gibt es ja nicht dafür. Ich muss auch sagen, diese Echo Jazz Veranstaltung war ganz toll.
so eine schöne Stimmung und tolle Moderatoren, alles war einfach wirklich schön gemacht. Und jetzt hier eben auch das Festival, das haben wir ja eben schon festgestellt, auf diesem Gelände, das hat so viel Flair und Atmosphäre. Ich finde das ganz toll und hoffe, dass das weitergeht so. Hat dich das ein bisschen so an deine Jugend erinnert, hier in diesem Bereich ja auch mit groß geworden zu sein? Wahrscheinlich vorher nie bei Blohm und Voss hier auf dem Gelände sein zu dürfen? Ja, also ich fühle mich schon heimisch hier in Hamburg, auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Eva, ich finde, das ist auch ein tolles Schlusswort. Gleichzeitig allerdings auch das Versprechen, dass du beim nächsten Elbjazz wieder mit dabei sein wirst. Vielleicht ja, um die neue Platte auch vorstellen zu können. Ich bin ganz sicher, deine alte Heimatstadt würde sich sehr freuen, dich hier wieder begrüßen zu können. Und wer so tolles, so tollen Einfluss auf das Wetter hat, der ist hier jederzeit ganz besonders gern gesehen. Eva Kruse, herzlichen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte. Ich danke dir.